Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir sind geheilt. Wir haben im letzten Part die Sea Emperor Babys freigesetzt mit den Enzymen, also zum Schlüpfen gebracht. Und jetzt sind wir am Weg raus. So, geht's da eh hinaus? Ich hoffe. Wir sind zumindest schon mal geheilt. Genügend Energie. Und hier geht es nicht hinaus. Mist. Schauen, dass wir hier schnell einen Ausweg finden, den Sea Dragon meiden. Ja, vielleicht dort hinten. Wahrscheinlich da hinten. Sea Dragon ist ja weg. Man sieht immer so schwer, ob das Licht jetzt ein- oder ausgeschalten ist. Okay, jetzt ist es definitiv ein. Und auch hier geht's nicht raus. Shit. Ach so, okay. Ich denke mal, was ist da für ein Portal hier draußen? Gar keins. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Dann können wir sich ja mal bei Zeiten zu der Insel bewegen und die Kanone abschalten. Und ja, vor allem, ob die Warper uns weiterhin angreifen, auch wenn wir geheilt sind. Da sind wir keine Gefahr mehr, aber ich gehe mal stark davon aus. Noch keine Larven, okay. Oh, da ist er ja. Rig for silent running. Mann, das Ding backt immer rum. Genau, schnappt er die Warper. Das ist gut. Approved. Anzeige haben, ob das Licht ein ist oder nicht. Jetzt ist, glaube ich, ein. Wir rammen da einfach alles weg. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch den Markierungen folgen. Wow, was war das denn? So, Lavazone. Da müssen wir hin. Keine Larven auf uns drauf, Gott sei Dank. Da draußen fahrt die Rettung. Das ist, glaube ich, schon das dritte Mal heute. Und es ist 3:30. Gut, dann ist es vielleicht nicht so oft. Allerdings, wenn man bedenkt, bei uns fahrt jetzt nicht so oft vorbei, hin und wieder mal, dann kommt mir das jetzt schon oft vor, irgendwie. Na gut. Soll es so sein, sind wir froh, dass wir da sind. Noch keine Larven? Nö, noch immer keine Larven. Gut, 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 gut.
gigantisches Gebiet hier. Sehr cool, wenn man hier auch so eine Art Rückfahrkamera hätte, wie in Below Zero. In Below Zero ist das leider noch nicht so weit, oder scheinbar noch nicht so weit entwickelt. Wenn man da zurückschiebt, sieht man nur... also man sieht kein Wasser, man hat hier keine Effekte, keine Weitsichteinschränkungen. Ja? Man sieht hier sieht einfach alles, was hinter einem ist. Also so richtig low graphic irgendwie, nicht wirklich gerendert, nur... Ja. Sieht man einfach nur die... das Terrain und sämtliche Sachen, Entitäten, die halt da sind. Aber sonst sieht man da gar nichts. Und das wäre natürlich ziemlich cool, weil dann kann man... kann man sich ein viel besseres Bild davon machen, wie groß solche Gebiete hier sind. Oh, jetzt haben wir zwei Larven. Na toll. Aber dann sieht man einfach mal, wuh, gigantisch hier. Vor allem hier ist sowieso gerade so dunkel, man sieht sowieso nichts einfach, ja. Man weiß nur, man fährt voran. Also das so nahe ist wirklich ein Muss, wenn man hier navigieren will. I have flagged emergency speed. Warning. Vessel calibrated. Excessive noise. Überhitzen, hier unten. Nee. Oh oh. Das ist natürlich nicht gut. Brennen uns einfach der Antrieb ab. Aber sie haben es cool gemacht, jetzt haben die... Jetzt haben auch die Dinger mal... Alter, wirklich, jetzt haben die Feuerlöscher mal noch mehr eine Aufgabe nach der Aurora. Schaut aus, wie man es so macht. Da kommt man aber... leise, schnell voran. So, das ist ein langer Rückweg. Ah, hier sind wir schon. Lost River. So, die Temperatur wird hier nachlassen. Das heißt, ja, Stromsparmodus sozusagen. Ist noch jemand krank, aber das wird schon, sobald die Sea Emperor überall waren. Achtung! Wäre cool, wenn man sich den
den Teleporter von dem Precursor abschauen könnte, um einfach in der Basis so einen kleinen Teleporter zu haben, um zwischen den Basen teleportieren zu können. Braucht halt dann vielleicht zum Beispiel viel Energie, dann würden sich auch mehr Nuklearreaktoren lohnen, weil hier unten lohnen sich die nicht mehr, wenn man eh die Thermalgeneratoren hat. Aber dort würde sich das dann lohnen. Früher war er immer beim Kopf vorne, das ist er immer hier. Rig for silent running. A head slow. Moment mal. Sieht eigentlich mit unseren Ressourcen aus. Es passt. Wir haben, glaube ich, sehr viele von den Kyanidkristallen in unserer Hauptbasis. Und da wird schon passen. Ja, der Cyclops ist da ein bisschen sperrig zum Durchmanövrieren, aber es geht. Hält da Gott sei Dank einiges aus. Der hat scheinbar, glaube ich, auch noch kein einziges Mal Schaden genommen, weil wir irgendwo dagegen geknallt sind. Okay. Das hätten wir auch geschafft. Irgendwas bewegt da unten, oder? Ah, die Sea Trader sind hier. Okay. So. Wir müssen uns mal unsere Basis suchen. Da ist sie. Und man hört einen Reaper irgendwo. Es ist natürlich wieder Nacht, wie immer.
Das heißt, unter Umständen sind wir im nächsten Part fertig. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen darüber, was als nächstes für ein Let's Play kommt. Kann ich jetzt aber noch nicht sagen. Eventuell Satisfactory, allerdings nachdem ich ja hier mit Aufnehmen jetzt fast fertig bin. Hey, da hinten ist eine Basis von uns. Links. Ah, das ist die, was ich gesucht habe. Ich bin ja hier jetzt mit Aufnehmen dann fast fertig von dem Projekt und es ist noch nicht mal die erste Folge gerendert, geschweige denn hochgeladen und released. Jetzige Folge live geht, sind wir bereits, was haben wir da jetzt, Part 65 oder sowas, oder 66 oder irgend sowas, wenn das ein Nebenprojekt ist, also bei einem Hauptprojekt wären das 2 Monate, bei einem Nebenprojekt ein bisschen über 4 Monate, das heißt, da ist eventuell schon die ungute Sache, ich weiß nicht, ob man laut YouTube jetzt schon darüber reden darf, gab es irgendwie Probleme. Das, was die Welt etwas in Atem hält, ob das dann, vielleicht ist es ja dann sogar schon vorbei. Wer weiß. Wäre natürlich sehr gut, ne? 4 Monate ist schon eine lange Zeit. Alle 4 Monate zu Hause hocken, ist ein bisschen zart. Aber das ist eben auch einer der Gründe, warum ich so viel aufnehmen kann. So. Und deshalb, wer weiß, vielleicht ist Satisfactory als anderes Nebenprojekt gestartet. Das könnte natürlich auch sein. Wie gesagt, da ist noch viel Zeit bis dahin. Da weiß ich, kann ich noch nicht sagen, wie, wo, was noch weitergeht jetzt so. Hallo, nicht hängen bleiben. Na bitte, können wir alles mitnehmen. Perfekt geht sich das aus. Lad halt mal die Basis bitte, danke. Welcome aboard, Captain. Okay. Hier sind wir nun. Zurück in unserer Basis geheilt, ne? Jawohl. Oh, okay, wie weiter jetzt da? Können da mal alles verstauen, was wir so haben. Was viel ist. Oh ja, wir haben viel von denen, wir haben definitiv genug. Und jetzt brauchen wir Sachen. Erstmal brauchen wir Platz hier. Interessant auch, dass wir angeblich in dieser Hitze Schaden genommen haben, weil unsere Leben immer noch bei 100% sind. Also offensichtlich haben wir keinen Schaden genommen. Oh, der hat mehr Büschel für uns. Super. Sehr schön. Halt, hier gleich. Silikongummi craften. Okay, was benötigen wir jetzt dafür die besseren? Das Gold und Silber. Oh, das ist blöd, weil wir haben nicht so viel Silber. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir Silber suchen gehen.
Aber zumindest haben wir eine Ionenenergiezelle. Die brauchen wir für das nächste Raumschiffteil. Wahrscheinlich zwei, ne? Genau. Zwei Stück. Ja, blöd, dass man die normalen Energiezellen und Batterien nicht umtransferieren kann. Aber wir haben ja hier noch zwei. Das wäre super gewesen, weil dann könnten wir die normalen austauschen gegen die verbesserten. Jetzt haben wir jede Menge normale Energiezellen, die wir nicht brauchen. Jetzt könnten wir da die in die Seamoth, noch zwei in den Bronze Suit, noch sechs dann in die Ding in die Cyclops. Okay, vier Kyanid, vier Schwefel. Haben wir so viel Schwefel? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ein Plastalbarren, den wir ja eh haben. So, der Part ist dann ja auch zu Ende, aber das machen wir jetzt noch schnell. Die nächste Stufe am Horizont. Bei Sonnenaufgang. Die Sonne geht langsam auf. Triebwerke sind schon mal bereit. Gut, Freunde, und im nächsten Part schauen wir weiter und vielleicht auch zu der Insel, dass wir die Kanone deaktivieren. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!